Heute geht es um das Phänomen mit Laurel und Jenny. Das sind zwei verschiedene Computerstimmen, oder eher gesagt, das ist eine Computerstimme. Und wir als Menschen hören zwei verschiedene Dinge. Mal hört man das, mal hört man das. Manche Menschen hören nur das, manche hören nur das andere. Warum das so ist und damit ihr auch mal seht, was ihr wirklich hört, damit ihr das in die Kommentare schreiben könnt, darum geht's heute. Viel Spaß und los geht's. Und falls du noch nicht kostenlos abonniert hast, solltest du das schleunigst tun. Abonnieren, die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und dann gibt es immer wieder coole neue Videos von mir für dich. Du kennst es vielleicht noch, ich glaube, ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. Ich verlinke das mal unten in der Infobox. Es gibt dieses Kleid, was jetzt auch gerade eingeblendet ist. Manche Leute sehen dieses Kleid in Blau und Schwarz und manche sehen es in Weiß und Gold. Das war schon ziemlich krass. Und was ich noch viel krasser finde, dass es etwas gibt, was man unterschiedlich hört. Weil ich denke mir so, ja klar, wir hören jetzt, manche hören besser, manche hören schlechter, aber dass man ein anderes Wort hört, finde ich schon echt ziemlich krass. Und wir werden uns das jetzt mal zusammen anhören und ihr schreibt mir bitte unten in die Kommentare, ob ihr Jenny hört oder ob ihr Laurel hört oder ob ihr irgendwie was anderes hört. Mal gucken, was ich jetzt höre, weil ich habe schon beides gehört. Sehr, sehr komisch. Also aktuell höre ich Laurel. Ganz am Anfang heute Morgen habe ich immer Jenny gehört. Und egal, ob ich Jenny höre oder ob ich Laurel höre, wenn ich das höre, dann kann ich mir nicht vorstellen und ich kann es mir nicht mal zusammendenken, was man anders da hören könnte. Wenn man jetzt irgendwie sich mal verspricht, dann könnte man sagen, okay, da ist eine gewisse Ähnlichkeit, aber da sehe ich nicht mal eine Ähnlichkeit. Aber warum doch eine Ähnlichkeit ist, das werde ich euch gleich erklären. Wie gesagt, wenn ihr was anderes hört oder was ihr hört, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Und auch wenn ihr das Kleidvideo noch nicht gesehen habt, guckt das danach an und schreibt dort auch in die Kommentare, wie ihr das Kleid seht. Aktuell sehe ich es blau-schwarz. Manche sehen auch noch ganz andere Farben dort. Auf jeden Fall hat ein US-Magazin gesagt, dass wir alle das irgendwie anders hören, weil wir andere Frequenzen wahrnehmen. Jeder Mensch nimmt andere Frequenzen wahr. Und die meisten Sounds, einschließlich L und Y, wie von Laurel und Jenny, von diesen beiden Wörtern, bestehen aus mehreren Frequenzen gleichzeitig. Und die Frequenz des Y könnte künstlich erhöht worden sein, von dem L künstlich erniedrigt worden sein und darum hört man mal das und mal das. Also so, dass es ungefähr auf einer Frequenz ist. So habe ich es verstanden. Und die meisten in dieser Audioaufnahme hören wohl Jenny, weil die Menschen einen Frequenzbereich bis 20 Hertz wohl besser wahrnehmen als die anderen. Aber deshalb verstehe ich immer noch nicht, warum ich manchmal das und das höre. Ist die Frage, ob sich mein Frequenzbereich so schnell ändern kann. Wobei, vielleicht, also ich habe keine Ahnung, was damit zu tun hat. Heute Morgen habe ich Jenny gehört und jetzt höre ich nur noch Laurel. Vielleicht hat es was mit dem Stresspegel zu tun, weil der Tag jetzt schon ziemlich spät ist. Ich schon sehr lange hier bin. Ich weiß nicht. Und ein anderer Professor oder was weiß ich meinte auch, dass dieses La von Laurel und Ja von Jenny irgendwie energetisch oder energisch gleich ist, irgendwie den gleichen Aufwand hat und man deshalb das ziemlich gleich hört. Übrigens einen energetischen Aufwand, was auch immer das sein mag. Und ein weiterer Punkt, was auch eine Rolle spielen könnte, ist, dass es mit einem Akzent gesprochen ist. Das Wort wird nämlich mit einem nordamerikanischen Akzent ausgesprochen. Würde es mit einem britischen Akzent ausgesprochen werden, dann würde es wieder anders klingen. Und dadurch, dass wir verschiedene Sachen kennen, verschiedene Erfahrungen haben, hören wir das wahrscheinlich auch unterschiedlich, weil wir andere Dinge gewohnt sind. Ja, ich fühle mich mal schlau, wenn ich irgendwas erklären kann. Wobei diese Information nicht von mir stammt. Wie dem auch sei, schreibt mir jetzt in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, was ihr von diesen Sachen hört oder ob ihr irgendwas anderes hört. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Dienstag um 18 Uhr spätestens wieder. Ich freue mich auf euch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, macht das jetzt sehr gerne, aktiviert die Glocke und guckt euch das Video von dem blauen Kleid an. Oder ein anderes, wie ihr wollt. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns wieder bald. Ne? Tschüss.